Ja, hallo und willkommen zu meinem ersten Live-Commentary. Nachdem die ESO-Server down sind, bin ich hier auf Game Ranger. Habe ich mir einfach schnell gedownloadet und sehe jetzt hier die einzelnen offenen Spiele auf der Asian Dynasties und Vanilla. Und ich suche mir jetzt einfach irgendein Spiel raus. Ich weiß noch nicht einmal, wie das mit den Decks ist, wie das jetzt hier ausschaut, ob das die gleichen sind wie auf ESO oder ob ich jetzt einfach ohne Deck ins Spiele gehe. No Noob. Und das sieht schon deutlich anders aus als zu ESO. Aber das Gute ist, man kann hier zum Beispiel auch den Ping sehen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in ein Game geht, das danach laggt. Ist man dann eigentlich selber schuld, wenn man dann in so ein Game geht, aber man sieht schon, wo man rein kann und wo man nicht rein kann. Okay, ich gehe jetzt da einfach rein. Ja, mein Name ist Mein Horny Haar traf ihn Pikeman. vor mir und 6 Monate später Und noch einmal. yo, Das was ist Leben ist das denn hier? unberechenbar. Eins Werbung. muss jedoch berechenbar sein. Schuppenfreies Haar mit Head & Shoulders entfernt bis zu 100% der Schuppen und Wann bildet einen geht das unsichtbaren los? Schutzschild auf Oder meiner wie geht es Kopfhaut. So los bin für ich dauerhaft User, geschützt. 8 Millionen Community, Deutsche haben Viewers? Head & Shoulders schon getestet. Genau. Überzeugen auch Sie sich. Ja, Deutschland wird Head schuppenfrei. & Shoulders Werbung. Nice. Ja, okay, was ist das jetzt hier? Was ist Bass? Wie kann man diesen Scheiß starten? Ich glaube, er ist der Host, der muss starten und er ist, glaube ich, irgendwie AFK. So sieht mir das jetzt aus und so. Jetzt einfach mal weiter. Ja, wieder zwei Spieler, soll ja ein 1 gegen 1 werden. Ja. Die ganzen 1 gegen 1 sind alles scheinen schon voll. Low level, so very noobs. Ah, I love it. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Nein, wir gehen hier nicht rein. Der Ping ist so scheiße. That game is currently playing in the. Gott, ja, was macht mein Spiel eigentlich? Ja, ich will jetzt irgendwas machen. Community, User, Slayer, Message. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal raus. Da ist ein 1 gegen 1. Ist aber auch schon voll. Gehen wir in das Game. Nein, was hast du getan? Das weg noch. What the fuck, das geht ja ziemlich schnell. Ja, wollen Japan da mal, was spiele ich dagegen? Ich bin Deutsche. What the fuck? Ja, Hacks are obvious. Karim Raed Mares. Das ist wahrscheinlich so ein Christmas Noob im Sommer oder fast schon Herbst, der die Tournament-Spiele angeschaut hat und jetzt hier voll sich einen auf Japan runterholt. Aber es sieht. Ah, es ist eigentlich nur eine andere Art, das Spiel zu starten, Game Ranger. Und bis jetzt, ja, finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch die Hotkeys sind, ja, es sind dieselben. Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Und wahrscheinlich, ja, es ist echt nur eine andere Art, diesen Online-Modus zu starten. Also von daher, bis jetzt sehe ich keine deutlichen Verschlechterungen. Jetzt brauche ich nur einen Goldschatz. Was haben wir hier? 30 Münzen. Okay, dann brauche ich also noch 20 Münzen. Ja, gut. Ja, das ist eigentlich dieser Klassiker meines Videos. Ich drücke hier 10.000 Mal im Kreis, immer schön im Kreis. Nicht so, wie es halt die Pros machen. Was ist das? Ein Schild. Ja, ist eigentlich ganz nice, aber jetzt am Anfang nicht. Ich wüsste nicht, was mich dazu jetzt halt verleiten soll, dass ich jetzt dann ein bisschen Kundschaft habe. Hä? Hab ich verkackt oder was? Ja, ich glaube, ich habe verkackt. Ja, ich will doch den Schatz mir holen. Oh, toll. Ah, ich finde einen Affen. Nice. Nice. Okay. So, dann gehen wir mal wieder zurück.
Jetzt habe ich hier einen zweiten Scout. Ja, ich habe es bisher so gemacht, die Ingame-Musik ist relativ leise, also ich spiele eigentlich fast schon ohne Musik. Weil ich habe eigentlich vor, dann das Ganze mit Musik zu unterlegen, mit meiner eigenen, und ich möchte gerne Edge of Empire 3 Musik. Ich habe das auch schon so gemacht, dass ich nicht mehr die Edge of Empire 3 Musik höre, sondern dass ich die einfach überspielt habe. Und was habe ich denn hier für ein Deck? Ja, das wird schon reichen, würde ich sagen. Aber der Schatz ist relativ nice. Wenn ich den bekomme, dann wird es richtig fett. 360 EP. Also das heißt, mit meinen ersten zwei Kalorien hätte ich hier ordentlich mal aufräumen müssen. Also so ein Schatz direkt hinter meiner Base. Ja, irgendwie, die kann man ja nicht. Das ist ja gar nichts hier. Nein, nein, der greift mich an. Was soll das? Wie bist du? Will das jetzt wieder volles Leben? Bitte nicht. Ja, soll ich es riskieren? Oh mein Gott, nein, das ist alles behindert, ja. Auf Game Range, das sieht ja keiner meinen Rang, also. Also dieses Game hat ein sehr High Level. Oh man, da müssen wir echt alles nachmachen. Also wenn ich das Spiel verliere, also eigentlich kann ich das nicht verlieren. Ein guter Spieler verliert sein. Sein Japaner gut schafft er nicht, aber was ist in diesem Game schon noch normal? Oh man, ich hab das echt gesehen, wie er den da verloren hat. Ey, das sind so. Schauen wir uns mal sein Deck an. Nee, das ist nicht gut. So, er hat schon hier in den Schrein hingekleckert. Geil. Ja, ich will jetzt einfach mal hier so ein Forward Base machen. Was mache ich eigentlich gegen Japan? Japan als deutsche FF, würde ich sagen, oder? FF mit einem Stall und ich trade ihn dann ein bisschen. Ja, das wird ja eigentlich schon. So. Ja, wir lassen doch nicht den guten Siedlerwagen da die Nahrung sammeln. So doch. Nur dieser Horst machen. So. Na gut, ich will wenigstens diesen Schatz von 90 Holz. Das ist eigentlich echt einer der besten Schätze zum Agen oder während man aged oder kurz bevor man aged. Natürlich auf Great Plains ist, glaube ich, auch noch ein 135er verfügbar. Aber so viel Glück habe ich jetzt hier nicht. So. Ja, ich denke, ich baue mal gleich ein Haus. Und ich werde hier gleich mal mit meinen zwei Siedler hinrennen. Also da, wo ihr den Siedler, wo ihr eigentlich der Siedler dann rauskommt, auf der Seite kommt dann auch das Holz. Ja, wollt ihr das jetzt mal einzeln oder wollt ihr eine extra Einladung? Schauen wir mal uns eine extra Einladung. Wir gehen jetzt hier schnell zum Schatz hin und bauen uns gleich mal einen. Wie heißt's? Genauer. Ich hab einen Stall. Und what the fuck macht der bitte? Der ist noch nicht geaged. Ich könnte echt locker. Ich könnte einfach einen. Ein Infanterie-Rush abziehen, aber ich könnte wetten, das ist so ein Retard, der genauso spielt wie Kennedy oder sonst wer, der sich 10 Jahre lang einbaut und dann nach einer halben Ewigkeit dann rauskommt. So, jetzt haben wir uns auch noch das Update hier geholt. 90 Holz, ich wollte eigentlich diesen Schatz hier haben. Was ist denn da los? Ja gut, das sind trotzdem immerhin 5 Kalorien halten. Soll ich mir den Schatz holen? Naja, vielleicht später erst. Jetzt bringt er mir noch nicht viel. Machen wir einfach noch Kalorien halten und raiden ihn. Beim Raiden nicht mit der ganzen Kalorie irgendwie auf einen Punkt laufen. Also wir sehen hier schon was. Vielleicht kriegen wir hier auch schon den ersten Siedler. Und ja, wir kriegen den ersten Siedler. Und wir kriegen dann noch den zweiten. Nein, war schwul. So. Ja, wir suchen einfach. Ah, da, das sieht doch gut aus. Geht einfach mit allen zurück. Jawohl. Ja, der ist schon jetzt hier. Panik, Junge.
der atmet nur noch so ganz kurz. Der weiß, was ihm bevorsteht. Ja, ich glaube, ich nehme die eher wirtschaftliche Variante. Ich sende mir jetzt nicht 700 Gold, sondern... Wo läuft der? Mein Gott! Ein Flüchtling. Und ich krieg sogar noch einen Siedler. Oh ja. Und ich krieg noch einen Siedler. Ja, da ist wieder ein Pro am Werk, würde ich sagen. Und muss man nach und da hinten ist mir nach. Oh mein Gott, ich habe voll vergessen zu handeln. Ja, dann greifen wir das einfach mal an. So. Oh, er hat einen Ashigaru gemacht. Ich sollte mir jetzt echt Gedanken machen, wie ich dieses Spiel gewinne. Dann killen wir doch diesen Ashigaru einfach mal. Oh mein Gott. Da hinten ist also sein zweiter Kundschafter. Ach, killen wir ihn einfach. Weil es so schön ist. Wo ist denn Gold? Da hinten ist Gold. Ja, das ist eigentlich echt noobig, so weit hinten da mit den Siedlerwagen hinzurennen. Aber, der Kerl, der ist eh voll der Hashtag Anfänger. Oh ja. Hat er schon herausgefunden, wie man sich wegportet? Jawohl, das kann er. Das war bestimmt ein Fanpitch. So, ey, ich hab vergessen. Ich könnte mir der Locker das Holz klauen. Oder sollte ich mir das Holz klauen? Ah, ich hatte irgendwie voll Bock, das Holz zu klauen. Ich glaube, der hat einfach noch nicht gecheckt, dass er da Holz liegen hat. Aber zu seiner Verteidigung, er hat auch, wie heißt's, kein Kundschafter mehr verfügbar, der ihm irgendwie dieses Holz zu Schreinen umwandelt. Ich renne hier echt mit nur ein paar Siedlern, Husanen rum und mache einen übertriebenen Damage. Da 3 Siedler weg, ach du Schande. Ich will nicht wissen, wie viele Siedler der noch hat. Also der ist echt hart am Limit. Da die nächsten gehen. So, jetzt brauchen wir mal Holz. Oh ja, das ist jetzt blöd gelaufen für ihn. Oh Gott. Oh, er hat 3 Ashigaru, 5 Ashigaru, Outer Nowhere. 5 Ashigaru, Outer Nowhere und dann hat er vergessen, mich anzugreifen. Ja, das ist natürlich noch blöder. Oh Gott. Oh Gott. Game Ranger, ich liebe dich. Oh ja, falls ihr dieses Schreien im Hintergrund hört, das ist meine Katze. Ja, meine Katze schreit. Oh shit, das sollte ich nicht machen, oder? Ja, 3. Ah, jawohl, da. Kriege ich noch den zweiten Ashigaru? Jawohl. Easy, würde ich sagen. So, warum ist der schon wieder tot? Mit Alt-D, Alt-S könnt ihr ihn euch wieder zum Leben cheaten. Machen eigentlich nur Noobs, aber ich habe jetzt keinen Bock, da extra hinzurennen. Der Kerl, ja, was macht er jetzt eigentlich? Ich glaube, er macht den Reboom. Ah, ich dachte schon, ich hätte weniger Punkte als er, aber Lolo, also so schlecht bin ich dann doch nicht. Oh, wie kriegt ihr denn so viele Siedler immer? Oh, dann killen wir jetzt und dann greifen wir jetzt einfach seinen Turm an. Ja, hast du dir so gedacht, dass du hier rauskommst kannst? Oh, er hat vergessen, einen Angriff auszuwählen. Das ist natürlich umso blöder. Das ist so ein schönes Spiel für mich. Und nein. Ich liebe es. Ah ja. Was macht ihr denn großartig noch? Ah, schaut euch den an, den Siedler hier. Oder schaut euch den Siedler an. Was? Was? Oh mein Gott, er hackt. Ja, das war das Game. Game Ranger ist schon echt ein anderes Niveau. Aber ich meine, oho, ich habe echt nur, er hat 16 Einheiten gemacht, also das ist schon gar nicht mal so schlecht. Raid, lol. Versus Japan, not bad.
Also okay, er behauptet gerade, man sollte einen Japaner raiden, der seine Siedler einen Meter vom TC hat. Das war einfach nur Scheiße, aber vielleicht war jetzt auch nur ein Feldwebel auf ESO und ich will jetzt halt hier nicht mich über Noob-Bashen irgendwie glücklich machen. Also da sieht man schon, also obwohl er eigentlich immer im Dorfzentrum war, hat er doch einige Siedler verloren. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen und ihr gönnt euch das Game, weil ja, ihr könnt ja eh selber nicht spielen, da ESO ja down ist.